Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Waldo und herzlich willkommen zurück zu Ratchet und Clank. Ja, wir befinden uns hier immer noch auf dem Planeten Gaspar und ich musste beim letzten Mal die Aufnahmesession beenden. Es tut mir leid, ich konnte nicht alle Gehirne sammeln, aber das machen wir jetzt. Wir machen das selbstverständlich jetzt noch. Wir lassen den mal raus, ich glaube, das gibt gut Gehirne. Wo sind die anderen? Hier unten. Und da oben, immer den Kabel nach, dann kann man nichts falsch machen. So, Moment. Verpixler? Oder wir lassen erstmal. Wie wär's, wenn wir ihn tanzen lassen? Hab ich jetzt erwischt? Hab ich nicht. Toller Wurf. Oh Gott. Okay, Verpixler haut ihm aber auch gut runter. Mist. Oh, vielleicht sollte ich Mr. Surgon mal rausholen. Okay. Aua. Wie kann er mich erwischen, Mann? Okay. 30% haben wir schon. Also, nur noch 30% hat er. Komm schon. Wie wär's mit der Bombe? Ich brauche Nanotech. Ja, ja, das stimmt. Hier ist doch irgendwo. Da ist Nanotech. Oh, wir haben ihn. Okay. Wie viele Hirn haben wir denn jetzt? 29 von 20. Wir brauchen nur noch ein Hirn. Ein Hirn, dann haben wir es. Freunde. Ich gucke mich mal gerade ein bisschen um und suche nach einem Hirn. Okay, das ist ein Hirn. Plasmastürmer. Wo ist denn eigentlich? Protontrollen? Nee, das ist es nicht. Waren wir da unten schon? Da unten waren wir noch nie. Okay, komm. Wir gehen da mal runter. Hi, Freunde. Sie sammelt die Hirne 30 von 20? Alter, wie können die mich so runterhauen? Ich hatte ja gar keine... Wir haben 30 von 20 Hirn, sehe ich gerade. Ist das normal? Tausche 20 Hirn gegen einen Infobot. Wir müssen einfach nur noch zurückkommen. Da hinten müssen wir hin. Komm, das machen wir. Wir hauen einfach ab. Wir haben die Hirne. Ich will einfach nur zurück. Ich glaube, die Hirne, die spawnen hier, kann das sein? Die spawnen wieder? Ich glaube schon, dass wir hier schon alle erwischt haben, alle Hirne. Ja, ich glaube, die spawnen alle wieder. Ja gut, ich meine, das ist cool, aber... Ich habe das Spiel ja neu gestartet. Ich wusste nicht, dass sie neu spawnen. Umso besser. Was? Au! Telepathobus-Armee gehört so gut wie mir. Ja? Hier ist dein Infobot. Denk dran, du hast ihn nicht von mir. Na klar. Guten Abend, liebe Blau. Vorsitzender Drag hier. Mit Neuigkeiten zu unserer Suche nach einer neuen Heimat. Vorsitzender Drag. In den nächsten Tagen bemerkt ihr womöglich gesteigerte Blag-Aktivitäten in der Galaxie. Aha. Das mag vielleicht die Schutztruppen alarmieren, ist aber unbedingt nötig, um unseren Erntern einen sicheren Transportweg zu gewährleisten. Paradebeispiel, das Sternwacht-Abwehrgeschütz auf Batalia. Diese Boden-Al-Ionen-Kanone schützt die Galaxie schon vor Invasionen, seit wir erstmals unter die Erde fliehen mussten. Ich hoffe, ich kann das Ding nutzen. Gefecht, kann unser ruhmreicher Plan fortgeführt werden? Es laufen bereits Vorbereitungen, also keine Angst. Zieht es durch, etc. bla 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 bla. Okay. Sind die Sternwacht und ihre umliegenden Truppen erst eliminiert, beginnen wir mit den letzten Phasen meines Plans. Diese Lache einfach. Okay. Ja, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, wir können an dieses Geschütz. Dass Drake das Sternwacht-Abwehrgeschütz zerstört. Hirn! Meinen Aufzeichnungen nach befindet sich die Kanone auf Batalia. Hoffentlich sind wir noch nicht zu spät. Falls du an etwas Arbeit interessiert bist, ich bezahle eine gute Belohnung für jedes der noch übrigen Hirne in dieser Gegend. Was? Findest du sie alle? Gibt sogar noch einen Bonus obendrauf? Was gibt's denn? 11 von 60 Hirnen! Alter, wie viele Hirne willst du haben, Mann? Ich kann es kaum erwarten, damit zu experimentieren. Oh, okay, okay. Aber was ist denn das hier?
Ich guck mir das. Ist das eine Brille? Ist das eine Brille? Ich hab keine Ahnung. Wir brauchen noch 49 hier, ne? Ja, gut. Ich meine, wir könnten das machen. Okay, ich hab hier nichts, was ich kaufen könnte. Wir könnten das natürlich machen. Hier gibt's überall noch Hirne. Optional tausche Hirne gegen Bowls. Muss ich das machen? Das Hirn ist ein erstaunlich komplexes Organ. Okay, wir, vielleicht werde ich einen Artikel darüber. Wir suchen mal ein paar Hirne. Wir gehen mal auf Suche nach Hirnen. Ich weiß nicht, ob... Die haben, glaube ich, alle einen Respawn erlebt, ne? Die sind ja alle wieder da, die hier, ne? Glaube ich. Wir fliegen mal ein bisschen hier durch die Gegend. Ja. Das brauchen wir alles nicht. Ah. Naja, ich dachte, die wären hier gespawnt. Aber anscheinend sind hier keine Gehirne mehr. Müssen wir dann tatsächlich dann jetzt auf neues Terrain, um an Hirne zu kommen? Ich glaube, hier machen wir ein Gehirn drin, ne? Ich glaube, das ist, ja. Hier gibt es aber keine Hirne mehr. Oh, ja, ich weiß, ich habe keine... Ich habe gleich keinen Stoff mehr, kein Benzin mehr für uns. Ach, da, guck mal, da unten. Perfekt, komm her. So, einmal aufladen. Ja, ist jetzt die Frage, möchte ich jetzt nochmal 49 Hirne sammeln? Oder möchte ich auf einen neuen Planeten? Wir machen das vielleicht mit den Hirnen ein nächstes Mal. Erst einmal will ich die Story weiterführen, bevor ich mich hier auf Hirnjagd mache. Wo geht's nochmal zurück? Hier, ne? Oder da? Ist egal. Ja. Oh, hier ist noch ein Hirn. Ah, komm mal her, wenn wir schon da sind. Oh mein Gott, Lava. Was haben wir denn hier gerade? Ich nehme mal die Schmelzbombe. Hier ist noch ein Hirn, da hinten ist noch ein Hirn. Ja, vielleicht geht das ja doch. Vielleicht geht das ja doch ganz gut. Momentan läuft es, aber wie gesagt, ich will es einfach nicht übertreiben hier auf diesem Planeten mit den Hirnen. Oh, die paar Kisten nehmen wir noch mit. Was denn mit dir? Zum. Oh, okay, alles klar. Da ist ein Gegner. Die geben ja auch ganz gut Gehirne, ne? Drei Stück, meine ich. Sag mal. Du spinnst wohl. Oh je, keine Munition mehr. Nein! Okay, Brenner? Nein, Mr. Sir. Ja, hier, komm. So weit komme ich gar nicht. Wie kann er mich in der Luft treffen? Jägerwerfer. Stufenaufstieg. Der Jägerwerfer. Den haben wir auch mal direkt verbessert. Okay. Ja, das haben wir gut gemacht. 10% hat er nur noch. Ciao. Nice. Okay, 6 von 49 haben wir schon. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir es ja doch hin. Protonentrommeln. Guck mal hier, Freunde. Ich habe hier was für euch. Wow. Okay. Toll. Vielleicht habt ihr eher Bock zu... Auf Party. Wie wär's denn mit Party? Es ist, ja. Es ist ein Trauerspiel. Ja, komm mal her, der ist weg. Alter, ich bin schon wieder fast tot. Das war echt knapp. So,
So, da hinten ist noch ein Gehirn. Ja, komm, weißt du was? Wir schnappen uns einfach mal die Hirne, die wir kriegen können. Warum auch nicht? Wir waren ja noch nicht auf der ganzen Map, ne? Wir schauen uns mal den Rest der Map noch an. Irgendwie habe ich doch Bock, jetzt hier Hirne zu sammeln. Ich weiß auch nicht, warum. Das macht irgendwie Spaß. Also das ganze Spiel macht einfach Spaß, weil mir die Kämpfe, die werden nicht langweilig. Das ist wirklich unfassbar. Die Kämpfe machen einfach so einen Spaß. Oh, guck mal hier. Hallo. Ja, damit. Munition. Nice. Sehr schön. Okay. Wo war ich noch nicht? Ich glaube, hier vor mir, ne? Da war ich noch nicht. Da ist noch ein Hirn. Nice. So. Dann haben wir die auch erledigt. Da hinten schnappe ich mir noch die Lückisten. Ich sehe jetzt hier keine. Ja, vielleicht da oben. Kein Gehirn mehr. Ja, auch hier nicht, aber ein paar Kisten nehme ich schon mit. Danke. Hallo, liebe Diamanten. Die nehme ich mit. Okay. Da ist noch ein Hirn. Nein. Adieu. So, den haben wir auch. Ja, läuft doch ganz gut. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich hole mir mal Sprit. Ich habe nur noch 50%. So, wo müssen wir hin? Geradeaus und dann links, ne? Hier rum. Ah, da hinten. Okay. Ja, gehen wir nochmal hin. Alter. So. Ich wollte eigentlich die Schmelzbombe. Wir haben wieder ein paar Grenädchen, haben wir aufgesammelt. Die sind schon recht stark, die Granaten. Die haben wir auch schön aufgemaxt. Nice, guck mal. Okay, läuft gut. Wie viele hier? 11 von 49? Ja, da geht mehr. Da kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr raus. So, was haben wir hier? Wie kriegen wir den hier raus? Ah. Da hinten geht das Kabel hin. Da sind noch ein paar Kisten. So. Kommt her, Freunde. Hier ist einer. Ich gucke erstmal. Ich mache erstmal alles frei, ne? Bevor ich auf die Knöpfe gehe. Keine Munition. Mr. Zircon, komm her. Und Pyrositor. Neue Karte. Okay, die gucken wir uns natürlich an. Paket öffnen. Tesla-Geschütze und Ace Hardlight. Satz ist vollständig. Cool. Läuft, Freunde. Satz ist vollständig. Dann schauen wir uns das mal an. Mhm, mhm. Protonentropfen. Was ist denn? Tesla-Geschütze hatten wir noch nicht, ne? Diese Trillium-Geschütze machen sich Gadgetrons Lichtbogentechnologie zunutze, um nahe Ziele zu schocken. Mehrere Geschütze bündeln eine Kette aus Elektrizität. Ja, cool. Das finde ich gut. Was haben wir noch Neues? Mhm. Mhm. Ich glaube, hier ist nichts Neues gewesen. Hier, Ace Hardlight. Ace war einst ein galaktischer Superheld und musste schlechte Zeiten durchmachen, bevor er ein Kandidat bei der beliebten Reality-TV-Show The Red Zone wurde. Ace wurde letztendlich der Star der Show und der Anführer der Ex-Terminatoren. Okay. Wahrscheinlich aus den Filmen bekannt oder aus den alten Spielen. Ich selber kenne ihn jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Schande über mein Haupt. Es tut mir leid. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt vorher. Ich habe den Film noch nie gesehen. Ich versuche mir Mühe zu geben, ne? Alles irgendwie zu verstehen. Aber ist halt schwierig. Was zum Henker war das?
So, hier ist noch Lücke hier. Oh. Und wieder ein Stufenaufstieg. So gefällt mir das. Erledigt. Noch eine neue Karte. Jetzt sammeln wir aber hier Karten en masse, Freunde. Rusty Pete. So. Where is Rusty Pete? Wer ist das? Rusty. Da. Rusty Pete. Ein ehemaliger Tunichtgut, der jetzt ein erfolgreiches Restaurant besitzt. Er entwickelt gerade einen Businessplan, um sich den aktuellen Hype um zweifach frittierte und schokoladenüberzogene Bagel zunutze zu machen. Mein Traum. Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Geil. Moment mal, wie viele haben wir? Duplikate. Oh, 6 Duplikate. Das heißt, wir könnten das hier eintauschen. Oder das hier. Wir nehmen mal den hier. Tauschen, doppelte Karten tauschen. So, jawohl. Du hast einen Satz vervollständigt. Nice. Die Anzahl der Bolts, die du verdienst, erhöht sich um 5%. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Das sind sogar super gute Stats, die man hier bekommt. Hier, okay, Moment. Ich guck mal gerade, komme ich hier rum? Hier komme ich rum. Ich komme aber andersrum auch. Von daher ist es, glaube ich, egal. Ja, ich bin ja dabei. So, hier haben wir einen Knopf und der letzte Knopf ist hier. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Freunde. Da ist er doch schon. Okay, wir haben keine Schmelzbomben. Ich nehme mal den Verpixler. Wow, ich treffe gar nicht. Ich muss auf diese Plattform. Wir haben nur noch 3 Lebenspunkte. Wie soll das denn klappen? Das wird niemals klappen. Das wird niemals klappen, das kann ich jetzt schon sagen. Wir werden diesen Raketen nicht entkommen. Ja, das war klar. Sorry. Schon an einem Telepathobus gerochen. Hä? Riecht wie Zuckerwatte. Schon wieder hier? Okay, weißt du was? Wir gehen zurück zum Schiff. Es reicht mir. Hier eine Sammeln reicht mir jetzt für heute. Wir können ja nochmal wiederkommen. Ich finde das jetzt nicht so spannend. Was ist denn das für ein Geräusch? Ach, ihr seid das. So. Wie komme ich zum Schiff? Da hoch. Kann man hier irgendwie so ein... Oh, Moment. Kann man hier das Ding hier nutzen? Kann ich hier drauf? Oh, aber nur in die andere Richtung. Toll. Verdammt, wie komme ich denn zum Schiff? Hä? Hi, Freunde. Wie komme ich denn jetzt zum Schiff? Kann ich einfach fliegen? Ich dürfte ja eigentlich funktionieren, oder? Einfach rüberfliegen? Ja, komm. Oh, aber die nehme ich noch mit. Kommt her, meine lieben Schräublein. Sehr schön. Unser Schiff, sehe ich das von hier? Aber wir dürften eigentlich von hier... Dürften wir da irgendwie hinkommen? Müsste eigentlich, oder? Ach, das ist ein Geschütz hier. So, wie kommen wir dann zum Schiff? Ups. Da hinten ist unser Schiff. Alles klar, let's go. Ja, okay. Perfekto. Was ist das hier? Zu den Telepathos-Feldern reisen. Wir hätten wahrscheinlich auch sowas nutzen können, oder? Bin ich mir sicher. So, Moment. Nee, Moment. Ich guck mal, was wir hier aufbessern könnten, Münten. Hier zum Beispiel. Brauche ich nur noch... So. Nein, Moment. Ich mach die ganze Runde. Voll. Ja. Geheimnisvolle Aufrüstung freigeschaltet für unseren Mr. Zurkon. Mit Hilfe von verbesserten Scannern können Zurkons Ziele aus noch größerer Entfernung aufspüren und auf sie schießen. Perfekt. Das wollte ich hören. Da wir den ja sehr oft nutzen,
würde ich den gerne komplett aufrüsten, wenn das geht. Ja, machen wir so. Komm. Perfekt. Mr. Zurkon. Voll aufgewertet. So, wir machen uns weiter auf den Weg. Wie gesagt, hier eine sammeln wir noch. Muss aber nicht jetzt sein. So. Zu welchem Planeten müssen wir? Laut Navigationscomputer wurde eine wichtige Nachricht für uns auf Batalia hinterlassen. Reise zum Fort. Schutztruppen mit dem Sternwacht-Abwehrgeschütz helfen. Ja, warum denn nicht? Auf nach Batalia. Und da wollten wir sowieso hin. Und das ist unser nächstes Ziel. Puh. Sehr geil. Das Spiel macht so einen Bock, macht so eine Laune. Also, ich könnte das auch nach dem Let's Play, könnte ich das noch privat weiterzocken, glaube ich. So. Okay. Oh Gott. Wir kommen sofort zur Hilfe. So, wir haben ein super geiles Outfit wieder an. So, wo können wir jetzt am besten lang? Okay, das sieht aus wie ein Jahrmarkt hier, ehrlich gesagt. Wie so eine Achterbahn, alles. Alter. Da ist das Sternwacht-Abwehrgeschütz. Drake hat es mit einem EMP getroffen. Wir müssen es wieder in Gang bekommen. Wo ist es? Oh mein Gott. Was war das? Was ist da eigentlich explodiert gerade? Okay, komm, wir gehen mal hier rüber. Oh mein Gott. Ich hab's zu spät gesehen. Ich dachte, wir können hier rüberfliegen, aber hier ist ja so ein Ding. Wie heißt es? Hier. Auf die Seite und dann können wir uns hier rüber schwingen wie Indiana Jones. Anrückende Gegner geortet. Ja klar. Ich hab nichts anderes erwartet. So. Na du? Hier, ich nehme mir noch gerade die Kisten mit. Vielleicht können wir ja hier eine neue Waffe bekommen. Ich habe alles Mögliche, um Helden noch zu machen. Ein Aggressor für 28.000. Alter. Okay, wir haben 15.000. Das ist sehr wenig. Wir brauchen mehr von den Schrauben und von den Muttern. Ja. Okay, das ist vielleicht ein bisschen overpowered. Schmelzbombe nehme ich. Wobei, was haben wir hier? Stufe... Alles Stufe 2. Gruvitron haben wir noch auf Stufe 1. Ich will das mal verbessern. Was? Gleich über die Schiene. Das könnten wir natürlich tun. Wo komme ich da hin? Gleite über die Schiene ist eine Aufgabe. Oh mein Gott, was ist denn das hier? Das ist diese Achterbahn, von der ich geredet habe, ne? Ja, komm, wir versuchen es mal. Mal gucken, ob das was wird. Okay, okay. Nice. Einmal drüber. Kriegen wir das sehr gut hin. Hätten wir hier rüber gemusst? Ich habe keine Ahnung. Ich fahre einfach mal. Alter, das sieht so geil aus. Holo Kartenpaket enthalten. Erhalten. So. Let's go. Ist das dieselbe Strecke? Ich glaube, das ist dieselbe Strecke, oder? Dann gehe ich jetzt mal hier rüber. Ja. Ich merke schon. Alles klar. Hier links. Das war knapp. Ciao. Alter, was für eine rasante Fahrt. Boah, das macht so Spaß. Tschüss. Ratchet, die Blark nähern sich der Sternwacht. Was? Wir könnten wirklich deine Hilfe brauchen. Ja, das glaube ich sogar. Wo muss ich hin? Haltet sie auf, solange ihr könnt. Ey, ich habe keine... Was? Oh mein Gott. Okay, hier rum. Das ist ja voll verwirrend hier. Wir gehen mal hier rauf. Ich hoffe, wir sind richtig. Ciao. Rüber. Nochmal rüber. Hier ist nämlich Endstation auf der anderen Schiene.
Alter. Was? Was denn jetzt? Was zum Henker? Hey Ratchet. Hi. Hier. Hab deine Abenteuer verfolgt und freue mich wirklich sehr für dich. Hör mal, vielleicht habe ich dir ja schon erzählt. Ich habe einen Bruder auf Pokitaro. Sein Name ist Felton. Wir reden selten, weil er nämlich ein ziemlicher Faulpelz ist. Der sieht ja genauso aus. Heute früh ist ein Notruf von ihm eingegangen. Er sagt, Drag hat Pokitaro mit diesen Hydro-Ernter-Dingern angegriffen. Was? Die Blag wollen wohl das Wasser ihres Ozeans. Ich wollte die Schutztruppen rufen, aber Captain Quark verwies mich bloß an seinen Agenten. Könntest du bei Gelegenheit mal bei ihm vorbeischauen, ob alles okay ist? Sehr gerne, mein Freund. Danke, Kleiner. Ich bin stolz auf dich. Vielen Dank. Mein alter Chef aus der Werkstatt. Okay. Ja, geil. Okay, wir sind hier hingekommen, um eine Nebenstory zu bekommen und eine Nebenquest. Das ist ein Schiff da unten. Finde ich cool. Zum Schiff zurückkehren. Let's go. Von da nehmen wir jetzt den anderen Weg. Korra braucht unsere Hilfe. Wir müssen in die Stadt und den Schutztruppen helfen, die Sternwacht zu schützen. Weiß ich doch. So, ich glaube, wir haben hier alles jetzt gemacht. Sieht auf jeden Fall danach aus. Oh, meine Nase, Freunde. So. Und jetzt gehen wir hier rechts rum. Aber erstmal hier rein. Vielen Dank. Wir brauchen immer noch 28.000 Schrauben und was weiß ich was. Schön euch zu sehen, Jungs. Wie wär's, wenn ihr tanzt? Voll daneben. Stufenaufstieg. Direkt mal nach einem Schuss. Wir helfen immer gern, Miss Verolux. So geil, ey. Wieder einfach anfangen zu tanzen, alle. Okay, die schießen. Ich sollte vielleicht zurückschießen. Und zwar mit... Ja, hier. Immer noch nicht tot. So. Okay. Ich bin ja schon... Ach, du bist ja bei mir. Okay. Das sehe ich ja jetzt erst. R1? Ach so. Ja gut, aber ich kann ja... Sie kommen aus dem Schnee. Okay. Ich habe ja mein... Oh, wir sind tot. Wir haben ja unser Jetpack gar nicht mehr. Fällt mir gerade auf. Okay. Sie kommen aus dem Schnee. Haltet ihn von der Boltkurbel fern. Was war das denn? So sind sie noch nicht erledigt. So, Moment. Wir haben doch den Plasmastürmer. Muss ich ein Exempel an einem von euch tätowieren, damit ihr begreift, wie ernst die Lage ist? Enttäuscht mich nicht. Oh, wo sind da jetzt hin? Okay, das ist vielleicht auf die Entfernung nicht ganz so schlau. Stufe 2 Brenner. Komm, nehmen wir den mal. Den müssen wir eher auf nächste Stufe bringen. Wenn das möglich ist, oh mein Gott, anscheinend überhaupt nicht möglich. Der Brenner ist sehr ineffektiv gerade. Vielleicht ist er jetzt effektiver. Sieht danach aus. Wo ist denn der hin, der Kollege? Da. Tschüss. So, Stufe 3 haben wir den auf gebracht. Gruvitron Stufe 2 Protonen. Und Verpixler würde ich gerne auf die nächste Stufe bringen. Der ist mega stark. So. Kommen wir hier rüber? Wir müssen die Brücke ausfahren. Spring auf die Brücke. Alter, wo kommt der denn jetzt her? Den hab ich ja gar nicht gesehen. Verdammt. Die Brücke ausfahren. Wir müssen da runter. Spring auf die Bootkurbel. Der Verpixler, der gute alte Verpixler. Sag mal. Wir sind Profis. Wir sind unser Job, dich zu erledigen. Natürlich. Alter, mit dem Verpixler macht es mega Fun. Diese Geräusche dabei. Wir müssen ihn eher auf die nächste Stufe bringen. So. Na, siehst du mal. Geht doch. Wenn man fleißig die Waffen wechselt, dann wechseln sich auch die Stufen. Die steigen dann rasant an. So, next. Der Pyrozitor. Warum auch nicht? Ratchet, spring auf die Brotkrumel. Auf die Brotkrumel. Ich weiß nicht, was sie meint, aber ich werde die Brücke ausfahren.
So. Gut gemacht. Na klar. Zur Sternwacht geht's hier lang. Okay. Ich gucke nochmal gerade auf der Map. Wir gehen einfach mal hoch. Wir gehen einfach mal ihr nach. Wir schauen uns das Spektakel an. Was, ein Panzer? Wird die Sternwacht nicht gestürzt, ist unsere Bewegungsfreiheit in diesem Sektor stark eingeschränkt. Okay. Dulde ein Versagen. Wow, ein Panzer. Gut gemacht. Los. Schmelzbombe Stufe 5 einfach. Wir brauchen die Bombe gegen den Panzer. Oder ich könnte mal schauen, wo die Schwachstelle von dem Panzer ist und draufschießen. Könnte ich auch mal machen. Wenn das geht. Das ist die Schwachstelle, alles klar. Alter, beweg dich mal nicht so. So. Das war's. Das war's. Gut geschossen. Ich wette, sowas konntest du auf Felden nie tun. Natürlich nicht. So, wir haben eine neue Karte bekommen. Wir öffnen das Paket. Brenner und Verpixler. Satz vervollständigt. Geil. Okay. Das schauen wir uns mal an. Statistik? Ne, Moment, nicht Statistik, sondern Karte umdrehen. Ja, ja. Blaster hatten wir schon. Wir wollen den Brenner uns angucken. Der Brenner heißt, was heißt dort, wo man sich für besonders vornehm hält, auch Verbrenner. Oh, Entschuldigung. Huch, das wollte ich gar nicht. So. Da war da noch irgendwas, oder? War da nicht noch irgendwas, was wir freigeschaltet haben? Nein. Nein. Was war denn das? Verpixler war es, ne? Dieses Nahkampf-Armgeschütz feuert einen Energiestoß ab, der Gegner in der Zeit zurückbefördert. Und zwar in eine Zeit, in der die Auflösung niedriger war und Fernseher in großen hölzernen Schränken geliefert wurden. Sehr geil. Komm schon, so. Leute. Immer weiter. Immer weiter. Wir haben immer noch die Snipper. Haben wir keine Munition mehr für. Ich nehme mal wieder den Pyrozitor. Probieren wir es damit nochmal. So. Let's go. Ich vermute, Eis ist kein natürlicher Lombax-Lebensraum. Nicht wirklich. Sehr witzig. Okay, anscheinend bringt das was. Mit dem Flammenwerfer drauf zu knallen. Gegen Roboter. Okay, von mir aus. Wir lassen die mal alle abfackeln. Mission abgeschlossen. Was? Mist, verdammter. Okay, das ist vielleicht doch nicht das Beste. Wir nehmen mal wieder den Gruvitron. Wir lassen ihn ein bisschen tanzen. Die Püppchen. So, komm mal. Geil. Noch eine neue Karte. Mitten im Kampf schauen wir uns die Karte natürlich an. Fluxgewehr. Das gute alte Fluxgewehr. Keine Ahnung, was das ist. So, wir werden es gleich wissen. Fluxgewehr. Der Fluxkompensator. Cora Verolux von den galaktischen Schutztruppen hat dieses Hochenergie-Scharfschützengewehr entworfen und gebaut, während sie gleichzeitig ihre Mathehausaufgaben machte und frühstückte. Falls es dich interessiert, es gab Bananenpfannkuchen mit Schokostückchen. Ach ja, schön. Die Verstärkung ist da. An die Arbeit. So. Okay, wir sind schon wieder fast down. Nein, Mann. Nicht sterben. Alter, okay. Okay. Nein, no. Jetzt reicht's mir. Jetzt gehe ich mit der Schmelzbombe auf die los. Die gehen mir auf den Sack. Mann. Die sind wieder vollzählig, oder was?
Ja, wobei, ich glaube nicht, ne? Noch eine Karte. Moment, das schauen wir uns mal gerade an. Gronkh. Ach, Gronkh ist auch dabei. Okay. Gronkh, wo bist du denn, Kollege? Gronkh. Ein Veteran-Kampfbot, der zusammen mit seinem Kampfbot-Kameraden Siphir geschworen hat, Talvin Apogee zu beschützen. Das finde ich gut. Beschützen finde ich immer gut. So, die dicken Roboter. Die muss ich zerstören. Ja. Noch eine Karte. Geil. Mist. Verpixler. Nein. Nicht sterben. Also die Stimme. Die Stelle finde ich mega ätzend, Mann. Boah, die ist ja voll kacke. Mr. Zirkon, warum nehme ich den eigentlich nicht mit? Die finde ich ja mega scheiße. Brenner. Ja, komm, Zirkon, komm. Zeig mal, was du kannst. Ich bleib mal hier. Vielleicht bringt das ja was. Und die treffen mich trotzdem. Ist hier irgendwo was zum Aufladen? I need a little bit energy. Da oben ist Energie. Da gehe ich mal hin. Gleich. Panzer? Moment. Alter, geh hoch. So. Der Kackenpanzer. So, das brauche ich. Oh ne, jetzt Schmelzbombe. Ja. Boah, Alter, das ist mit Abstand die schlimmste Stelle heute. Jägerwerfer, warum auch nicht? Keiner mehr da? Da ist doch noch einer, Mann. So. Laut Personalabteilung kann ich euch weder feuern noch eliminieren, wenn ihr beim Vernichten der galaktischen Schutztruppen versagt. Also führen der Vorstand und ich einen kleinen Mitarbeiterbonus ein. Aha. Der Blag, der den galaktischen Schutztruppen ein Ende bereitet, erhält eine All-Inclusive-Reise zum dritten Halabash-Ring. Wow! Dies Dinner-Kreuzfahrten durch den Orbit. Angeblich gibt es dort sogar Kochkurse. Hey! Kochkurse. Das ist ja sehr verlockend. Da würde ich ja direkt mitmachen. Okay, wir haben die Brücke also rausgefahren. Wir können hier ein bisschen Energie... Ne, ist keine Energie. Hier ist ein Shop. Haben wir ein bisschen Geld jetzt bekommen? Wir haben 20.000. 28.000 brauchen wir. Noch nicht genug. Noch nicht genug. Huch. Diese Lasertürme könnten ein echtes Problem werden. Na, hoffentlich nicht. Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Alles klar. Geh du vor, ich gebe Deckung. Das ist natürlich die beste Taktik. Geh du ruhig vor. So. Den Rest mache ich. Die Oberfläche sieht ionisiert aus. Versuch es mal mit deinen Magnetstiefeln. Magnetstiefel. Sag mal. Was zum Henker war das? Ah, ich hätte da rüberspringen sollen, ne? Shit. Kann ich nicht... Moment, ich muss doch irgendwie diese Türme wegbekommen. Diese Oberfläche sieht ionisiert aus. Versuch es mal mit deinen Magnetstiefeln. Hä? Wie soll das gehen? Ach, hier meinst du. Oh mein Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Okay. Übrigens, Magnetstiefel, na klar. Oh Gott, was ist das denn hier? Das haben wir natürlich auf den anderen Planeten auch noch. Wenn Drake die
Oh mein Gott, Alter, ist ja voll komisch. Wo ist Captain Quark? Er sagte, er muss sich um eine dringende Schutztruppensache kümmern. Oh mein Gott. Komisch. Okay, dann müssen wir wohl ran. So. Ciao. Boah, ist das cool, hier rumzulaufen mit diesen Magnetstiefeln. Ach so. Ja, das haben wir geschafft. Das sieht so cool aus. Richtig, richtig cool gemacht. Okay, oh, es geht weiter. Sieh zu, ob du die umliegenden Schmelztürme von drinnen deaktivieren kannst. Ich versuche mein Bestes. Ich wollte euch nur sagen, wie stolz ich auf euch bin. Tut mir leid, dass ich nicht bei euch sein kann, aber Massagetermine lassen sich so schwer verschieben. Na klar. Du Lauch. Ich muss den Dicken wegbekommen. So, ich glaube, das war's mit ihm. Ciao. Was bist du denn? Okay. Wir haben keine Munition mehr. Das fällt mir ja früh ein. Mr. Zolkon, komm her. Und ich würde gerne Verpixler oder... Proton-Trollen, komm. So. Haben wir den erledigt? Ich glaube schon, hier liegen seine Einzelteile auf jeden Fall. Also manchmal muss man sich wirklich sehr konzentrieren bei diesem Game. Aber es ist sehr herausfordernd, auf jeden Fall. Was? Such nach einer Bootkurbel. Ja, ist ja gut. Oh mein Gott, wie viele Kisten sind denn das hier? Hätte ich da hochgekonnt? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Oh, Mr. Zolkon, es tut mir leid. Gleich geht's rund, ich verspreche es dir. So, hier können wir noch nicht rein. Dann gehe ich mal hier rum. So. Such nach einer Bootkurbel. Ist ja gut. Mann, lass mich jetzt mal looten. Ich bin der Looterkönig. So, die Dinger kann man auch zerstören. Wir haben 23.000 Schrauben. Noch nicht genug. Das reicht noch nicht. Okay, Moment. Was soll ich suchen? Eine Kurbel? Erst einmal den hier. So. Hier. Lass mich rein. Ja, ist ja gut, Mann. Wo ist sie denn überhaupt? Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo die ist, aber... Hier gibt's Kisten. So. Mal gerade etwas anders hinsetzen. Gerade sehr ungemütlich alles. Ich glaube, da oben war eine, oder? Wenn ich mich nicht versehen habe. Hier oben. Also nicht hier, aber hinter mir. Da. Ratchet, check deinen Funk. Ich muss da rein. Such nach einer Bootkurbel. Ich bin auch dabei, Mann. Wo ist hier denn hin, die Olle? Selbstredend. Ich war schon immer bereit. Legen wir los. Okay, das Ding ist nicht wirklich dafür gedacht, in der Luft zu agieren. Mehr Angriffstruppen im Anmarsch. Oh. Plasmastürmer, warum nicht? Headshot. Ich glaube, das war kein Headshot. Aber er war jetzt trotzdem weg. Wo bist du? Nein, das war wohl voll der Treffer. Oh, da oben ist eine goldene Straube, sehe ich gerade. Wie komme ich denn da hin? Oh Gott, wir sind gleich tot. So. Ein fucking Panzer, zwei sogar. Eine Munition. Nicht. Nein, dieses Kackvieh. Dieses Kackvieh hat uns einfach erwischt. Gut gemacht. Los, zur Sternwacht geht's hier lang. Was? Haben wir alle erwischt? Oder kommen jetzt erst die Panzer? Jetzt kommen die Panzer, okay.
Moment. Mr. Zorkon erstmal und. Eine Munition. Ja, ein Panzer erledigt. Ja, ich weiß. Und der zweite folgt zugleich. Das war's, ne? Yes. Wo bleibt euer Mut? Wo bleibt euer Volk? Moment, kann ich hier hoch? Hier geht's hoch. Vielleicht kommen wir ja so zu der Schraube. Ja. Okay, gut. Dann haben wir das auch. Wenn ich da hinkomme. Nietzsche. So, 6 von 28. Immerhin. Immerhin, Freunde. Hier liegt so viel Zeug rum. Ich nehme mal wieder die Protonentrommel. Die könnte jetzt mehr bringen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Keine Munition. Verpixler. Okay, die Luft ist rein. Auf zum Sternwartabwehrgeschütz. Okay, Moment, Moment. Ich bin sofort bei dir. Hier gibt's noch Kisten. So. Alter, diese fetten Flugobjekte einfach, diese fetten Dinger. Okay, wir machen das Ding mal startklar. Mach diese Tür. Ist ja gut.